Ihr Browser, der größte Spion. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der INMAG und Sie schauen website-marketing.ch. Wenn Sie glauben, dass Facebook, Google Plus, Twitter und all die Social Networks Ihnen am meisten Daten abziehen und die weitergehen, dann haben Sie sich getäuscht. Am schlimmsten ist Ihr Browser. Ihr Browser saugt Ihnen, währenddem Sie surfen, diverse Daten ab und schickt die an andere Plattformen weiter. Hierfür gibt es ein Tool, das Sie sich runterladen können, ein Firefox Add-on. Da schauen wir uns kurz an. Das Ganze heißt Collusion, das suchen Sie am besten bei Google, kommen hier dann auf die Seite und installieren sich im Firefox drin dieses Add-on. Ich klicke dann hier unten rechts auf dieses Icon und kriege dann hier diesen Monitor. Und jetzt gehe ich mal hin und öffne beispielsweise YouTube als Videoplattform, steige dann hier ein und schon geht's los. Ich habe hier YouTube. YouTube gibt die Daten an Google.com und am Double-Click. Das geht noch, könnte schlimmer sein. Ich gehe mal auf Zalando.ch und jetzt geht's ab. Bang, jetzt läuft's. Da haben wir Zalando. Zalando gibt die Daten an diverse Plattformen weiter, unter anderem auch Facebook, wie man sehen kann, was sehr interessant ist. Aber diese einzelnen Plattformen, wie beispielsweise Double-Click, und das ist doch sehr erstaunlich, wir sehen es hier links in der Leiste, drin gibt die Daten an diverse andere Plattformen weiter bis zu, ich würde mal sagen, 10, 15 Stück können hier angesteuert werden. Das sind Affiliate-Netzwerke, die nehmen sich diese ganzen Informationen nachher beispielsweise für Remarketing. Das heißt, wenn ich nachher auf YouTube als Beispiel bin, werde ich dort wieder mit dem Zalando-Banner bedient. Das funktioniert natürlich nur, wenn alle Netzwerke wissen, dass ich eben irgendwann mal auf Zalando drauf war. Aber nicht nur, dass das die Information wäre, geben durch diverse Informationen mit. Jetzt wenn Sie sagen, okay, Zalando ist etwas Internationales, dann gehen wir mal auf 20 Minuten als Beispiel und schauen in diesem Monitor rein, was da passiert. Auf 20 Minuten mit dem WEMF-Netzwerk, da will es ein Passwort, das können wir Ihnen nicht geben. Das haben wir hier, ich klicke das mal kurz weg, das haben wir hier. Also auch von 20 Minuten gehen Informationen an mindestens, was sind das, 2, 4, 6, 8 verschiedene andere Plattformen, wird also auch verteilt und dann beispielsweise noch die NZZ, was gut bürgerlich ist, wo man nicht unbedingt denken würde, dass das da auch funktioniert, aber auch hier, Peng geht's los, NZZ, genau gleich, auch hier wie bei 20 Minuten werden die Informationen verteilt. Immer klar ist WEMF mit dabei, da geht wieder dieses Fenster auf, breche ich nochmal kurz ab, klicke hier drauf, hier WEMF-Box, das ist ein, da werden Daten gesammelt, damit man nachher weiß, wo man wie werben kann, wo wer landet, welche Zielgruppe ich wie erreichen kann. Also ich habe hier gerade mal 4 Seiten aufgemacht und Sie sehen hier diesen Blumenstrauß oder diese Blumenwiese schon bald mit all den Informationen, die weitergegeben werden. Wenn Sie also am Surfen sind, dann ist es nicht so, dass das nur Sie sehen, das sieht Ihr Browser und Ihr Browser, der verteilt hier munter hinten raus die ganzen Informationen an diverse Affiliate-Programme, an diverse Plattformen, die dann Analysen daraus ziehen können und die natürlich wieder verwenden, um Sie zu bewerben. Hätten Sie es gewusst? Haben Sie sich das überhaupt mal überlegt, dass das passiert? Ich bin ehrlich gesagt, obwohl ich in dem Business tätig bin, ein bisschen überrascht, was hier alles rausgeht. Würde mich natürlich trotzdem interessieren, wie ihr mit solchen Informationen umgeht. Sperrt ihr alles ab? Geht ihr im Incognito-Browser nur noch surfen? Das würde mich wie immer hier interessieren. Abonnieren, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr hier. Mein Name ist Philipp Sauber, bin von der INMAG und Sie haben website-marketing.ch geschaut.